Ja, dann sind wir soweit für heute durch. Vielleicht nochmal ganz kurz. Hier vorne sind noch Sachen, die zum Verschenken sind. Da sind also auch, wer so einen Kapselautomat eventuell noch hat. Ja, okay. Es gab am Samstag gab es eine Friedenskonferenz in Hannover. Von den alten Friedensbewegungen kann man mehr oder weniger sagen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen ja, enttäuscht bin, also es weiß ja mittlerweile jeder, dass wir über 100 Mahnwachen in Deutschland haben und davon war also kaum eine Mahnwache irgendwie eingeladen oder informiert. Obwohl sie überall zu finden sind. Egal, ich brauche bloß Mahnwache eingeben bei Google, dann finde ich sie alle. Alleine bei uns auf der Webseite sind, glaube ich, 120 Mahnwachen verzeichnet. Kann man also gucken, wo gibt es Mahnwachen, wie kann man die kontaktieren. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen missfallen hat. Aber wollen wir einfach mal hören, was Helmut zu sagen hat, was da gelaufen ist. Helmut. Ja. Ich setze mich hin, weil ich ein bisschen Licht brauche, weil ich jedenfalls, ja, also die Geschichte war nicht so, dass da keine Mahnwachen da waren, sondern es war eben sozusagen nur relativ einfach eingeladen worden. Aber immerhin waren doch 100 Leute da und es waren auch durchaus Leute von Mahnwachen da. Und ihr habt auch auf der Mahnwachenseite, findet ihr einen relativ ausführlichen Artikel, wo die Hamburger berichten, das sei toll gewesen und so weiter. Also, und die sagen eben, das ist eine Geschichte, dass die Friedensbewegung sich in Deutschland sozusagen zusammengefunden hat. Und das war eine Geschichte, ja, das war also sozusagen das Hauptergebnis, dass eben unter dem Druck, unter der momentanen Notlage, unter der ja auch diese Mahnwache hier entstanden ist, dass unter dieser Notlage sozusagen die Friedensbewegung sich in Deutschland jetzt vereint. Und jedenfalls war sie sich ziemlich einig. Wir haben dort eine Besprechung gemacht und es wurden dort besprochen, dass dieser Winter als Friedenswinter 2014-15 bezeichnet wird und gemeinsam für den Frieden ist der Slogan sozusagen. Und Moment, ich muss gerade mal irgendwie meine Brille austauschen, weil ich sehe gar nicht so sehr. Gut. Die fünf regionale Großdemonstrationen werden, also es wird jedenfalls eine Friedenswoche im Dezember geben und es wird eine Friedensdemonstration bei der SIKO geben, bei dieser Sicherheitskonferenz in München im Anfang Februar, das ist am 31. bis 2. Februar. Da wird eine Großdemonstration in München sein, aber es wird auch dezentrale Demonstrationen geben. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Braunschweig eine Demonstration geben wird. Und die gemeinsame Gestaltung der Ostermärsche ist dann das nächste Thema und das nächste ist dann eine Großdemonstration im Mai zum 8. Mai, also zum Kriegsende. Das ist der 50. Jahrestag des Kriegsendes. Das ist also auch eine gute Gelegenheit. Jedenfalls und die ganze Sache, diese Leute, die sich da gefunden haben, das waren Kooperation für den Frieden zum Beispiel, hatte das eingeladen, die treffen sich natürlich auch weiterhin und da kann natürlich auch jeder mitmachen. Also das ist nicht so, dass das begrenzt ist, sondern da könnte auch der Rick zum Beispiel oder irgendjemand von hier, ich selber werde sicherlich auch da hingehen und da mitmachen. Ich bin ja ein Breitspektrum-Mensch. Ansonsten, das denke ich mal, dann wollte ich noch mal was gerade sagen, weil gerade über Klima gesprochen worden ist. Klima ist ein Thema, das mich auch sehr interessiert und es ist halt so, die Sonne ist schon immer der Stern, der uns am Leben hält sozusagen, der über 99% unserer Energie besorgt, also die fossilen Energien sind ja auch alles Sonnenenergie, gespeicherte Sonnenenergie und heutzutage ist es also so, dass die Solarenergie bei weitem am meisten Energie zur Verfügung stellen kann. Die zweite Stelle hat der Wind, das ist etwas weniger, aber auch das ist eine sehr gute Energiequelle. Und dann die anderen sind alles unter ferner Liefen. Wasser zum Beispiel kann 4%, ist auch eine sehr nützliche Sache, weil mit Staudämmen kann man das dann nutzen, wenn die anderen Sachen nicht können. Aber
im Prinzip, also das sind die Sachen, erneuerbare Energie geht eigentlich zügig und schnell und es ist ein Jammer, dass das im Moment so kräftig gebremst wird. Aber wie gesagt, im Moment ist die Gefahren, die stürzen auf uns ein und von daher denke ich, dass man auch einen Blick zur Zentrale wenden sollte, zum Beispiel, und zentral ist für uns Deutschland, aber es ist auch global, und leider auch die globalen Geschichten sind wichtig. Okay. Okay, danke.